Ja, das ist ein AFM. Das ist eine Karosserie, die auf der Fraueninsel am Chiemsee gebaut wurde. Hat BMW 328 Technik drin. Das Klasse ist Vorkriegstechnik, Nachkriegskarosserie. Das Auto wurde gebaut für einen Privatier, der schnell nach dem Krieg wieder Geld hatte und sich bereits 1952 leisten konnte, in der 2-Liter-Klasse wieder Rennen zu fahren. Er hat 6 Autos gebaut, 3 gibt es noch und alle sind etwas anders, weil sie sind gebaut worden für Rundstrecke, für Bergrennen, sie sind gebaut worden für verschiedene Fahrer und jeder hatte da so seine eigenen Vorstellungen vom richtigen Auto. Und das hat der Willy Huber damals recht clever umgesetzt. Das Auto hat den 2-Liter BMW-Motor drin, der war kurz vor dem Krieg aus dem 328 Roadster bekannt. Supermoderne Technik, hochleistungsvoller Motor, gab es auch kurz nach dem Krieg nichts Besseres. Später dann war das dann die erste Formel 2.